Danke, Kumpel. Der fetzt dich. Ja, Mann, aber ja. Bei dem gleichen Plug and Play nicht einrichten. Ja. Ich bin immer so einrichten, Paul. Bei mir wird langsam der Finger rüber. Ich hab bei meinem ich mach den Nippel dran. Und das scheuert irgendwie voll nach der Zeit. Okay. Oh. Hallo. Das verstehe ich. Wir müssten eigentlich auch mal irgendwas. Ich muss mich mal bei Twitch registrieren. Wir müssen eigentlich irgendwas mal streamen. Ja. Das setzt man uns auch hier wieder hin. Aber jetzt mal nur einen Schuh zu dauern. Ja, ist egal. Wir streamen das einfach. Fun. Könnt ihr uns einfach die ganze Zeit beobachten, wie wir irgendeinen Scheiß hier machen? Vielleicht dann schon in meinem eigenen Gaming-Zimmer. Denn im Schlafzimmer aufnehmen ist halt auch irgendwie nur so. Die Katze liegt im Hintergrund. Ja. Wir haben uns für ein Feuer erschrocken. Wir haben so geguckt, ob die Cam so gut funktioniert. Wir gucken in die Kamera auf, aber läuft im Hintergrund so ein Schatten lang. Die Katze. Ja, ich persönlich finde meine Wohnung halt auch ganz schön gruselig, deswegen erschrecken mich manchmal so kleine. Wenn es einfach so unsere Cola-Flasche umgefallen. Ja. Damals war das schon so. BAM! Was war das? Es klang voll, als ob das aus der Küche kommt. Ja. Da stand die Cola-Flasche halt einfach nur auf dem Bett hinter mir. Was, ich habe übrigens festgestellt, dass das echt praktisch ist, so ein Bett mit der. Oh, was ist das für ein Pinguin? What the fuck? Der kann doch gar nicht fliehen. Nein. Oh. Ja, vielleicht, ist auch mutiert wie hier. Aber da kann man immer so schön Sachen auf dem Bett ablegen, aber ich ziehe jetzt, also ich habe unten noch ein kleines Zimmer. Also ich habe eine zweite, also zwei Etagen Wohnung. Aha, und ich habe noch so ein kleines Zimmer. Das ist aber wirklich nicht groß und das wird jetzt dann mein Zimmer. Mhm. Ja. Ah. Ich hab keine Probleme. Nee. Mach die Kamera nie mit dir. Ach ja. Dann können wir jetzt mal eine kurze Pause machen. Achso, ja, wir können das auch so machen. Oder? Ja, also. Ich würde jetzt das Stück rausschneiden, okay. Das nicht die Einstellung. Wir hätten da einfach voll kurz so. Nee, jetzt nicht ist das mit? Können wir jetzt rausgehen? Hey! Und weiter geht's. Was? Achso, ich will dir noch meinen Nippel zeigen. Oh. Oh nein, Lina wollte mir ihren Nippel zeigen und hat das jetzt einfach vergessen. Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben, guckt die letzte Folge. Ja, das wäre besser. Oder den letzten Abschnitt. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob es eine Folge wird. Das werden wir jetzt sehen. Da wir auch schon die zweite Aufnahme heute haben, kann ich auch gar nicht einschätzen, wie viele Minuten wir jetzt tatsächlich schon aufnehmen. Bestimmt sind es 2 Stunden oder so? Ja. Wir haben, glaube ich, um 22 Uhr angefangen oder so. Keine Ahnung. Meine Uhr wird ja immer ausgeblendet, weil. Sonst ist das ist die Leiste unten halt manchmal im Weg. Das ist voll doof. Oh! Immer wenn er diese Schwimmreifen trifft, dann ist er so. Das sind Schwimmreifen. Ja, das ist ja was für ein Fischerein oder so. Ja, guck mal, Fritze, Fresse, Fresse, mich nicht. Ich hab falsch gedacht. Oh, mein Gott. Ich hab dir einen Menschen übrig gelassen. Das war voller Absicht. Bin ich auch so sehen, dass ich den nicht weggemäht habe. Oh, einen. Links habe ich dir auch da gelassen. Ein Ständer? Ja. Ich hab nicht. Alle Musiker, wer noch keinen Ständer hat, der geht mal nach oben und holt sich einen runter. Hm? Ich hab besser gespielt in der Schule. Oh, hier, da, diese Punkte. Okay. Die schon irgendwie auf Dauer scheuern die von dem Finger. Weißt du, so ein bisschen besser Grip. Ich hab da einfach so einen besseren Ich hab da einfach so einen so ein Grip. Ja, ja, hier ist es ja so nach innen. Xbox halt. Xbox. Ich hab einen PlayStation nachempfunden im Controller.
da ich ein PlayStation-Kind bin. Ich wollte ein Original und kein Billigprodukt. Hey, ich meine hat ja PlayStation-Produkt haben, das ist das, was ich damals kriegen wollte. Ich weiß nicht. Ja, das ist ja kein. Oh! Das ist ja kein wirklicher. Du musst die Kiste da oben fressen, aber es kann nicht springen. Ja, du musst einfach weiter fahren. Fahren, vor allem. Ja. Yummy! Ich darf davon nicht so viele essen. Ich brauch's immer weg. Du kannst schon größere Fresse. Okay. Oh, los! Hä? Ja, kurzes Level. Oh, das ist ja voll doof. Ja, der Bonnie kriegt einfach alles, weil. Weil denn der dahinter was? Ist ja. Egal. Oh. Ich lenke die ganze Zeit nach rechts, aber man fällt ja einfach. Wenn du musst 30 Stück fressen, wir haben schon 14. Ja, ja, ich kann ja meinen Controller auch in meinen Getränk, Alter, fuck! Oh! 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 Geht er noch weiter? Hä? Hä? Geiles Level, echt. Ich träume heute von Piraten. Ich will auch nicht wissen, was ich heute träume. Von Katzen, Piraten und komischen Fischen. Fliegende Pinguine, fliegende Autos. Au! Oh. Geh weg da! Der war schon voll. Vor manchen drin. Jetzt tut aber übelst der Mund weh, ja. Der Bauch. Ich meine, dachte ich, dass wir. Ja, ich glaub, wir einfach mal gucken. Ja. Nehmen auf. Dass ich das ganze Kram schneiden muss. Ich guck mir das halt immer wieder an. Jedes Mal lachen. Ja, du, das ist schon alles weh. Ich weiß gar nicht, wie ich das durchhalten soll auf Dauer. Ich sterbe 1000 Tode. Was ist dein Fan? So, dann bestimmt die. Wenn ich aufpasse. Ich hab einfach gewartet. Oh. Das wird ja immer größer, oder? Oh. Ja, Eisbär hat mir mein Bär. Ja. Schade, dass Nico nicht zuguckt, sonst würde ich ihm jetzt seinen Lieblingslied zitieren. Ja, Nico. Ein bisschen dick zacken. Das für Münzen! 11 cm denn? Ja, gut, der ist schon ein bisschen größer. Hä? Wie das? Oh. Wie lange sind wir denn diese Münzen fressen? Und wer schmeißt hier so viel Müll rein? Ja, so sehen unsere Ozeane aus, ja. Ne? Das Spiel beruht auf wahren Tatsachen. Die Münzen! Später. Zwischen gleich mein Gesicht und einer Tomate. Ja. Ja,
weiß auch gar nicht warum, als wenn die Muskeln so eine hohe Durchblutung verlangen, dass sobald ich anfange zu lachen, einfach irgendwann aussehe wie eine ausgequetschte Tomate oder so. Aber das ist voll das Endless-Level. Warum kann man denn hier keine Tomaten fressen? Ich hab's im Kopf, die sind so rumgeschwappt. Gib mir das! Oh Mann! Oh. Ich hab eine Aufnahme voll witzig, aber ich hab gerade kurz Lusche auf den Aufnahmebildschirm gemacht. Das sehe ich auch. Ich glaube, du bist auch schon wieder voll abgeschnitten. Oh. Hallo? Jetzt ist mir den Müll weg. Ich hab deine Leistung. Oh ja. Oh ja. Es gibt bestimmt lustige Ausschnitte in den Thumbnails. Ja. Au. Oh Gott. Ah. Das ist aber. Das bewegt sich so komisch irgendwie. Hä? Au. Die ganzen Fische hier. Das hat schon ein bisschen was Traumatisierendes. Schließen wir euch einfach aus. Wow. Ich geh auf deine Seite. Wenn er so ein Schlauchboot betrieben. Ja. Das ist halt ein Seepferdchen. Ja. Alter, das sind Seepferdchen, keine Pferdchen. Guck mal, der Eisbär. Und das ist eine Pirouette mit mir. Woo, ich hab ihn gefressen. Gerade mal. Gib mir den Wal! Wal! Gib den Delfin! Huhn und der Kuh? Huhn und der Kuh? Komm mal! Wir brauchen mehr so eine Spiele. Da Huhn und da Kuh! Aber wir haben eine ganz gute Taktik entwickelt, wie wir hier Also es ist ein echt witziges Spiel, also ich hab das Spiel jetzt glaube ich. Es kostet übrigens bei Steam 6 Euro oder so oder 5 Euro. Also, der Bock drauf hat. Ja, spielt es einfach mal. Ja. Lacht euch darüber kaputt, wie ihr Häuser fresst oder so. Und über die eigentlich ziemlich gute Steuerung. Also ja, also man muss eigentlich nur lenken. Richtig. A drücken. Oder ja. X in dem Fall. Ja, je nachdem, was man halt für einen Controller hat. Unbenannte Taste ganz unten auf der rechten Seite. Da ich Playstation-Spieler bin, ist es halt ein X. Ich sag auch mal X, obwohl ich einen anderen Controller habe. Ich will auch voll auf, wenn ich irgendwie. Geh jetzt mal auf deine Seite, hier ist ein Mörder. So. Ja, irgendwas mit X und A und. Oh,
irgendwann. Oh ja, mir fällt wieder was ein, was hier kommt. Eisblöcke? Meinst du Eisberge? Oh. Ja, aber das sind ja auch nur so Eisblöcke, also das ist ja kein richtiger Berg. Das ist ja wie das, warum kannst du schon so große fressen? Bin noch voll klein. Deswegen sind hier bei mir keine. Hä? Da bin ich groß. Ich bin groß. Da müssen wir aufpassen, die tun uns, glaube ich, weh. Oh nein! Nein, 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 warum? Ach! Mann, da ist so ein Weg nach oben. Vorinsel. Nom 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 nom. Au. Ah. Ich mach kleiner. Nee. Ich hab mich über mir. Wo verfolgen die eigentlich mich? Weil ich mal. Weil ich mach. Ah, ich bin noch voll klein. Oh, den kann man bestimmt essen. Oder auch nicht. Ich kann nicht, wie lange. Ich muss mal nachher bei Steam gucken, wie lange ich das Spiel schon habe. Weil ich nämlich damals das erste Mal in Stralsund gezockt. Ja. Da haben wir bei uns im Wasser gestern noch mit das Place davon geguckt und so. Ja. Da war das so cool, das ist ja auch cool. Ja. Das sind so Spiele für zwischendurch. Ja. Die spielt man meistens ein, vielleicht zweimal. Aber dafür die paar Euro lohnt sich halt. Ja. Ich gucke halt manchmal auch bei Steam, was es so für Low-Budget-Spiele gibt, die man halt wirklich nur so ein paar Euro für ausgibt. Mega viel Spaß dran, ne? Stanley Parable ist auch ein schönes Spiel. Das ist echt witzig. Das ist halt, ich habe es ohne Aufnahme gespielt und das Spiel ist halt immer fortlaufend. Schwer zu beschreiben. Aber sobald man das einmal angefangen hat, kann man halt nicht wieder von vorne starten. Also, das habe ich noch nicht herausgefunden, wie man das Spiel komplett zurücksetzen kann. Weil selbst wenn man es halt nochmal spielt, wird es halt irgendwie doof. Also wenn man die Sachen einmal gesehen hat, dann kennt man die halt. Das ist nicht halt witzig. Aber das Spiel empfehle ich halt auch immer mal wieder. So ein Gelegenheitsspiel, wie kann man sich mal ein bisschen drüber lustig machen. Das ist halt so eine Art Sandbox-Game. Du hast halt so ein Spiel und gehst da durch und du hast so einen Kommentator, der sagt, was du machen sollst. So ähnlich. Ja, und entweder man macht es oder man macht es nicht. Und er gibt halt immer mal seinen Sinn dazu. Das war mit ein, zwei Spiele, die ich eigentlich aufnehmen wollte. Bis ich festgestellt habe, dass man doch halt, wenn man das nochmal kommt, irgendwie. Ja. Das ist halt nur einmal ein bisschen. Deswegen kann ich mal an irgendwas zu reden, weil es passiert überhaupt nichts. Das ist so, oh. Oh, wir haben es geschafft.